Lüften, lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah. Jesus hat den Tod bezwungen und uns allen Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der wahrhaft von den Toten erstanden ist, er sei mit euch. Liebe Gläubige, die über die Bildschirme mit uns feiert jetzt, möchte heute ganz besonders einmal unsere Senioren grüßen. Ich habe schöne Rückmeldungen gehört, auch den Franz, der noch am Gesundwerden ist, und all die anderen. Aber ich möchte auch die Kinder grüßen. Ich habe auch gehört, dass Kinder die Messe mitfeiern und die Jesus-Schule, unsere Glaubensimpulse, mit gespitzten Ohren aufnehmen. Ja, wir dürfen jetzt Jesus begegnen, dem Auferstandenen. Ich freue mich auch, wenn sich der Kirchenraum jetzt wieder mit Gläubigen füllen wird. Beten wir, dass unsere Bischöfe uns dieses Wochenende noch eine gute Nachricht bringen können. Es gibt, glaube ich, ganz einfache, sichere Lösungen, dass mehrere Menschen mitfeiern können. Nehmen wir das als Messanliegen und wenden wir uns jetzt. Eine Woche ist seit dem Karfreitag vergangen, dem auferstandenen Herrn zu. Der Eröffnungsvers der Messe lautet: Der Herr führte sein Volk aus dem Land der Knechtschaft. Er führte sie sicher, sie fürchteten nichts. Doch ihre Feinde bedeckte das Meer. Er brachte sein Volk in sein heiliges Land. Halleluja. Herr Jesus, du hast den Tod besiegt. Herr, erbarme dich unser. Dich haben die Jünger erkannt, als du ihnen das Mahl bereitet hast. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist es, durch den wir alle Rettung und Heil erfahren. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, singet der himmlischen selige Schar. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, stammeln auch wir, die Erde gebar. Staunen nur kann ich und staunend mich freuen, Vater der Welten, doch stimm ich mit ein. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Bund der Versöhnung mit der Menschheit geschlossen und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt. Gib uns die Gnade, dass wir deine Heilstaten nicht nur im Bekenntnis feiern, sondern sie auch durch unser Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes hatten im Tempel einen Gelähmten geheilt. Während sie nun zum Volk redeten, traten die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzäer zu ihnen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend. Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Am anderen Morgen versammelten sich ihre Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten in Jerusalem. Dazu Hannas, der hohe Priester, Kaiaphas, Johannes, Alexander und alle, die aus dem Geschlecht der hohen Priester stammten. Sie stellten die beiden Aposteln in die Mitte und fragten sie: Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr das getan? Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er, Jesus, ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Wir wiederholen den Antwortruf des Psalmes. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Gott, der Herr, erleuchte uns. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Wenn wir heute mal mit den Kindern, die zusehen, das Klatsch-Halleluja anstimmen, Bravo Gott, du sprichst zu uns, heißt das. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halle, 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 Halleluja, Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes: Ehre sei dir, o Herr. Heute kommt eine Fischergeschichte.
In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige an den Bildschirmen, lasst uns jetzt diesen Impuls empfangen, den uns das heutige Wort Gottes gibt. Ich bin ein bisschen traurig jetzt bei dem Halleluja, habe ich mich daran erinnert. Normalerweise am Freitag nach Ostern haben wir immer schon wieder Schülermesse und da ist eben dieses Evangelium jedes Jahr von den 153 großen Fischen, die die Apostel fangen. Und die Kinder, die sich das immer merken, dass es so viele große Fische waren. Aber lasst uns vorne anfangen. Und vorne heißt, so sind wir es jetzt schon gewohnt, wie ist es uns mit dem Wort von gestern gegangen, mit unserem Wort des Lebens von gestern? Kurze Erinnerung, was war für Geschichte? Habt ihr es schon? Es war noch einmal die Erzählung, dass Jesus zu den Jüngern am Sonntagabend gekommen ist, mit den Emmaus-Jüngern gemeinsam. Und dass er ihnen viele Beweise gegeben hat, dass er es wirklich ist. Und dann hat er ihnen die Augen geöffnet für die Schrift. Könnt ihr euch erinnern? Unser Wort des Lebens war, wir wollen
glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir wollen erkennen, dass in ihm der Heilsplan Gottes sich erfüllt hat, dass die Mitte der Zeit gekommen ist, die Wende der Menschheit, noch nicht das Ende, aber jetzt der Mensch, der sich wieder Gott zuwendet. Und wir wollen dann Zeugnis geben, allen Völkern, angefangen in der Gottesstadt, soll verkündet werden, sie sollen sich jetzt Gott zuwenden und sie sollen die Vergebung ihrer Schuld erfahren, die Befreiung aus dem verkehrt Gelebten. Das war das Wort von gestern. Ein bisschen viel auf einmal, die drei Punkte. Ich würde vorschlagen, den letzten, auf den haben wir uns konzentrieren können. Nicht? Man kann den ersten auch anschauen. Glaube ich den Beweisen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er sich immer wieder gezeigt hat, dass es Zeugen gibt? Glaube ich, dass er ihnen die Wunden gezeigt hat an seinem Körper? Papst Franziskus hat es gesagt, ja, der Gekreuzigte, der Auferstandene ist zugleich der Gekreuzigte. Glaube ich, dass er sogar ein Stück gebratenen Fisch gegessen hat und dass er mit Fleisch und Knochen erschienen ist? Glaube ich das? Glaube ich dieser übernatürlichen Wirklichkeit, die sich mit der Auferstehung Jesu gezeigt hat? Das ist das Erste. Das Zweite war, habe ich schon verstanden, dass das ganze Alte Testament, Mose, die Propheten und die Psalmen, wir hören sie ja jetzt immer bei der Messe, dass die das schon voraus verheißen haben, dass der Messias der Leidensknecht sein wird, der aber von Gott erweckt wird, der Eckstein, wie wir heute gehört haben. Glaube ich das? Ist mir das schon klar geworden, dass das ganze Alte Testament der Beweis ist für das, was Jesus gelebt hat, bis hin zur Auferstehung? Das wären die zwei theoretischen Fragen. Und die praktische Frage ist, habe ich gestern irgendeinen Menschen aufmerksam gemacht, dass er sich Gott zuwenden soll und dass er dort Befreiung erfährt, Vergebung erfährt? Wenn euch das gestern gelungen ist, dann habt ihr das Wort des Tages gut gelebt. Und wenn ihr euch keine Gelegenheit gehabt habt, weil ihr euch bei der eigenen Familie nicht getraut habt, und wir sind ja momentan noch in den Familienverbänden hauptsächlich, dann müsst ihr wissen, zumindest mit unserem eigenen Ausrichten auf Gott können wir ihnen das bezeugen, dass wir selbst ausgerichtet leben, jeden Moment auf den auferstandenen Jesus. Das ist das beste Zeugnis. Dass wir selbst die Sündenvergebung in Anspruch nehmen, selbst immer wieder um Verzeihung bitten, das ist das beste Zeugnis. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche. Sie ist schon gewaltig. Ich habe gestaunt, jetzt am 4., 5. Tag nach Ostern, da machen wir uns nicht mehr Gedanken, dass er auferstanden ist und lebt, das haben wir schon aufgenommen. Jetzt machen wir uns Gedanken, wozu ist das Ganze gut? Ja, Jesus ist dafür auferstanden, dass sich bei uns was in Bewegung setzt. Um das geht es zu Ostern. Dass bei uns Pfingsten wird. Dass die Menschen sich Gott zuwendet. Um das geht es bei Ostern. Also wir sind jetzt schon gelandet bei den Folgen. Und wenn ihr euch erinnert, das war ja dann das, was der Petrus in seiner Predigt, die wir gestern gehört haben, nach der Heilung des Gelähmten, das ist auch lustig, ja, in den Jüngern geht es jetzt weiter mit den Heilungen. Die hohen Priester, der Hohe Rat hat Jesus gestoppt und umgebracht. Aber Gott lässt sich nicht stoppen. Und in den Gläubigen, in den Jüngern, ist dieselbe Kraft jetzt am Werk und es geht weiter mit dem Heil. Es ist nicht mehr zu stoppen. Nicht durch die Lüge, die Soldaten sich bezahlen haben lassen und durch nichts mehr. Und da sehen wir heute diese Predigt vom Petrus gestern. Es war seine zweite Predigt. Die lohnt es sich fast, sie noch ein bisschen zu Ende anzuschauen, weil sie so gehaltvoll ist. Es war ja unser Bild von gestern. Wir haben gesagt, wir stellen uns vor, dass wir wie Petrus dastehen und wie er predigen. Und was hat er gepredigt? Er hat zum ersten Mal ihnen gesagt, der Jesus, im Namen Jesu ist er gesund geworden, nicht durch unsere eigene Frömmigkeit. Ja, das müsst ihr jetzt begreifen. Das ist der Unterschied von den Jüngern zum Jesus selbst. Sie heilen nicht in der eigenen Kraft, aber sie heilen, weil sie die Geistigkeit Jesu, die Liebe Jesu zu den Menschen bringen. Ja, er ist es, der ihn gesund gemacht hat. Und dann ist heute eines dazugekommen, durch den Glauben von dem Kranken. Der hat offensichtlich vertraut, dass
der Jesus ihn gesund machen kann. Das ist eine Bedingung oft für die Heilung. Ja? Auch wenn da die Geschichte so war, dass die einfach gesagt hat, ich gebe dir, was ich habe, im Namen Jesus, steh auf und geh umher. Trotzdem muss beim anderen der Glaube da gewesen sein. Und das hat der Petrus dann auch betont. Ja? Der Glaube an den Namen hat ihm die Gesundheit geschenkt. Der Glaube an die Geistigkeit Jesu heißt das, an die Liebe Jesu. Die macht heil, das macht heil. Also das ist das Erste, was der Petrus bezeugt. Von Jesus und seiner Art kommt unser Leben und unser Heil. Und er sagt dann noch dazu, Jesus ist unschuldig. Ihr, das Volk, Gottes Volk, die hohen Priester, ihr habt ihn ausgeliefert und verworfen. Aber er ist von Gott auferweckt und jetzt kommt die Zeit zwischen seinem zu Gott gehen, seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten, wo die Menschheit sich ihm zuwenden soll, wo man ein Aufatmen erfahren soll, wo eine Wiederherstellung der Ordnung Gottes kommt, wo alle, die an den Namen Jesu glauben, gesegnet sind und sie sich vom Bösen abwenden. Das war so der Inhalt der Predigt gestern. Den haben wir gestern nicht mehr so angeschaut. Und da stehen wir jetzt heute. Jetzt kommen die hohen Priester, der Tempelhauptmann, auch die Sadduzäer hat es heute geheißen. Wer sich in der Bibel auskennt, mit den Sadduzäern hat Jesus auch oft Konflikte gehabt. Das waren nicht die Frommen, das wären die Pharisäer, sondern das waren die Wohlhabenden, die Reichen, die Materiellen. Die, die nicht wollten, dass ihre Vormachtstellung, sie haben sich mit der römischen Besatzungsmacht gut gestellt, dass diese Vormachtstellung in Gefahr ist. Sie wollten ihren Einfluss behalten. Sie waren auch die, die nicht geglaubt haben, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Ja? Da hat es auch so Streitreden mit Jesus gegeben. Könnt ihr euch erinnern? Weil das ist so bei den Reichen, die oft aufgrund und auf Kosten von anderen ihren Reichtum haben, nicht alle, aber auch. Und wenn das nach dem Tod dann sie dafür gerade stehen müssen, das wäre nicht schön für sie. Da sagen sie lieber gleich, es gibt kein Leben nach dem Tod. Also diese Sadduzäer kommen jetzt und sie sind aufgebracht, weil der Petrus verkündigt Jesus als den Auferstandenen. Und natürlich auch die hohen Priester sind aufgebracht, denn sie haben jetzt gesagt, das ist ein falscher Prophet, der ist ein Gotteslästerer. Und jetzt heißt es auf einmal, nein, Gott hat ihn bestätigt und er hat recht. Ganz schön ein Tumult heute in der Lesung. Das Schöne ist gleich am Anfang gestanden. Trotz diesem Widerstand, der jetzt gleich wieder kommt, sind es 2000 zusätzliche Männer, die gläubig werden. Insgesamt sind es jetzt schon 5000, das ist keine kleine Schar mehr. Bei der ersten Predigt von Petrus sind gleich einmal 3000 gläubig geworden, haben sich taufen lassen auf den Namen Jesu. Und jetzt hören wir heute nach der Heilung noch einmal 2000, dass man das auch sieht. Darum merkt man dann auch, dass die hohen Priester Angst haben vor dem Volk. Also wenn das Volk gläubig wird, dann haben die ihr Lehrer es eh nicht mehr so leicht. Weil die trauen sich dann nicht so. Wenn das Volk ungläubig ist, sind sie schnell in die Irre geführt. Ja? Kreuzige ihn, weg mit ihm und so. Ja, aber jetzt kommt es zu diesem Verhör. Und der Petrus nützt dann die Gelegenheit. Sie waren die Nacht im Gefängnis, weil Nachmittag um 3 war das Wunder, dann war die Diskussion, dann haben sie eingesperrt und am nächsten Morgen sind sie jetzt vor Gericht. Und es ist interessant, alle sind da. Der ganze Hohen Rat, die ganze Familie des Hohen Priesters, die ganzen Pharisäer, also unterm Strich alle, die Jesus ermorden haben lassen. Dasselbe wie am Karfreitag war, jetzt eine Woche später. Nur, dass jetzt schon die Jünger dastehen. Und der Petrus, voller Heiliger Geist, hat es geheißen, nützt die Gelegenheit, dass er jetzt den Verantwortlichen sagt, was los ist. Nämlich, Jesus ist durch Gott auferweckt. Er, den ihr verworfen habt, sagt er. Er ist dieser Eckstein, auf dem jetzt das ganze neue Volk Gottes ist, den ihr verworfen habt. Aber er sagt es gar nicht so sehr als Vorwurf, denn er sagt zugleich dazu, ja, auch für euch gilt, wenn ihr euch jetzt bekehrt zu ihm, wenn ihr an ihn glaubt, dass er wahr ist, dann seid ihr gerettet. Wenn ihr das nicht tut,
Es ist uns kein anderer Name gegeben unter dem Himmel. Ganz mächtige Worte sind heute gesagt. Er ist der Eckstein, der Verworfene, der eben, auf dem jetzt alles aufgebaut wird. Es ist uns kein anderer Name gegeben. So, das ist die Botschaft von heute für uns, aus der Lesung schon. Und jetzt, und damit sind wir genau bei dem, was wir gestern gelernt haben. Allen Völkern soll verkündet werden, sie sollen sich Gott zuwenden und dann gibt es Vergebung und ewiges Leben aufblühen. Das ist die Aufgabe der Kirche. Wo wir das nicht verkünden als Kirche, dass es um die Umkehr der Menschen geht, um die Hinwendung und dass es um die Befreiung von aller Schuld geht, die man aufgeladen hat, solange sind wir als Kirche nicht bei unserer Aufgabe. Das war wohl ein bisschen ein Grund, warum wir geschwächelt haben. Wenn wir das den Leuten nicht bringen als frohe Botschaft, wird die Kirche nicht lebendig und stark. Das Evangelium, falls euch jetzt schon genug ist, diese vielen Worte oder diese vielen Punkte, diese schönen, das Evangelium ist heute ganz schnell erklärt. Das ist jetzt wieder was für die Kinder. Da wird nämlich in einem Sinnbild diese Aufgabe von uns Christen, von der Kirche noch einmal dargestellt. Die Apostel sind jetzt wieder in Galiläa, im Alltag. Das haben wir zu Ostern gehört. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr das Wirken des Auferstandenen erleben. Sie sind bei ihrer Familie, sie sind bei ihrer Arbeit, sie sind am See Genezareth, See von Galiläa. Das ist ein Sinnbild für unser Leben, irdisches Leben. Wir sind auf der Erde und müssen über den See des Lebens, und der ist unsicher, zum Ufer der Ewigkeit. Und sie beginnen ihre Arbeit. Sie fischen. Denn das hat der Jesus gesagt. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Holt die Leute aus diesem Wasser und stellt sie auf den festen Boden der Ewigkeit. Lehrt ihnen den Glauben an die Ewigkeit. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind diese Fischer. Jetzt haben wir nur gehört, solange es Nacht ist, solange man den Blick auf den Auferstandenen nicht hat, fangen wir nichts. Das haben wir die letzten Jahrzehnte vorgelebt. Jesus auf die Seite und Kirche immer leerer. Aber Jesus ist nicht zum auf die Seite schieben, als Auferstandener nicht mehr. Er steht am Ufer der Ewigkeit, der Morgen bricht an. Auch wenn man ihn nicht gleich erkennt. Das haben wir auch schon gelernt die Woche. Die neue Gegenwart vor ihm. Nur der Glaube erkennt ihn. Aber er steht da und er fragt uns, wie es uns geht. Er sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Also habt ihr was gefangen? Und unsere ehrliche Antwort ist nein. Ganze Zeit bemüht, nichts ist geworden. Und jetzt kommt das Wirken Gottes. Jesus sagt, werft das Netz auf der richtigen Seite aus von eurem Boot, vom Boot der Kirche. Nämlich werft es auf richtige Weise aus. Werft das Netz der Liebe aus, der barmherzigen Liebe, wie ich es auch vorgelebt habe. Und was passiert? Sofort ist es voll. Alle Leute wollen die Liebe erleben. Die echte Liebe. Die wahre Liebe von Gott. Sofort voll. 153 Fische, das heißt, alle Völker, die damals bekannt waren. Die ganze Menschheit soll ans Ufer der Ewigkeit finden. Und die Jünger merken sofort, das haben nicht wir gemacht. Der Johannes macht es aufmerksam. Der Herr, der Auferstandene, hat uns geholfen. Und der Petrus, als Vertreter der ganzen Kirche, der gibt jetzt Gott die Ehre. Er gürtet sich an und er läuft zu ihm, er möchte bei Jesus sein. Und er entdeckt, dass Jesus da ist mit dem Kohlenfeuer am Ufer der Ewigkeit. Das Feuer ist die brennende Liebe Gottes, der Feuerherd der Liebe Gottes. Und wir lernen an dieser Geschichte, für unsere Arbeit, für das Fischen, für das Heranbringen der Menschen, gibt uns der Auferstandene zwei Hilfen. Er gibt uns Fisch und Brot von diesem Feuer der Liebe. Der Fisch ist immer ein Zeichen für die ganzen Worte Jesu, seine ganze Lehre. Die stärkt uns, wir machen das ja gerade bei den Glaubensimpulsen. Und das Brot ist immer ein Zeichen für die heilige Kommunion, wo wir schon alle wieder so eine Sehnsucht haben. Und der Papst muss es heute früh gesagt haben bei der Messe, wir dürfen den Christen das Brot nicht mehr vorenthalten. Dürfen uns nicht infizieren lassen von dieser falschen Auffassung, dass es ohne Sakramente geht. Sehr interessant. Ich bin neugierig, wie lange das jetzt noch dauern wird. Jesus reicht uns diese Speise, sich selber in der Kommunion und im Wort.
Ja, und dann heißt es eben, dann ist die Kirche in der Lage, der Petrus zieht alle Völker an Land, die 153, das Netz zerreißt nicht. Ja? Und Jesus gibt ihnen die Kraft dafür, die Nahrung dafür. So, sind wir am Ende angekommen. Was nehmen wir uns mit in den heutigen Tag? Das Wort des Lebens für den heutigen Tag. Wir wollen im Blick auf den auferstandenen Christus, der am Feuerherd der göttlichen Liebe ist und alles bereithält, im Blick auf ihn unsere Arbeit als Christen tun. Wir wollen den Menschen helfen, dass sie das Ufer der Ewigkeit entdecken und dort auch hinkommen und selber dann vom Auferstandenen genährt werden. Sind wir heute achtsam, wo wir eine Gelegenheit haben, jemand zu fischen, jemand zu helfen, den ewigen Auferstandenen in den Blick zu nehmen und dann auch erfahren, dass er uns Nahrung gibt fürs ewige Leben. Amen. In guter Gewohnheit wollen wir eine Minute Stille halten und hineinhören, was uns die Worte der Lesungen selber sagen, welches Wort uns persönlich anspricht. Jesus sprach, bringt mir die Fische, die ihr gefangen habt. Bringt mir die Menschen, damit ich sie satt mache.